Duelist Saga bekommt einige sinnvolle Reprints, wie Castell, Trishula oder Xebel Beschwörer. Die Karten konzentrieren sich hauptsächlich auf die Anime-Charaktere. Deshalb gibt es viele Karten für Utopia, Synchro oder Elementarheld. Utopia bekommt zwei neue Karten, zum einen auf halbem Weg in die Ewigkeit und Sonnenaufgangssieb. Synchro bekommt endlich ihren Cosmic Blazer Dragon, außerdem bekommen sie gute Karten wie zum Beispiel Hymnischer Doppelstern, Chimäre oder Befreiender Effektor. Elemental bekommt neben Reprints noch die Karten Elemental Aufrichtigneas und Visionsheld Vion. Ebenfalls neu erschienen sind Brutdonner, Harpiens Federsturm, Gutsuki, Nummer 70 Schlimme Sünde. Außerdem werden folgende Errata-Karten zum ersten Mal gedruckt: Rettungskatze, Brionak, Zukunftsfusion, Gehirnkontrolle und Kaiserlicher Befehl. Drei sehr interessante Karten in der Erweiterung sind Vertrag mit Dorn 1000, über diese Karte freuen sich vor allem FDK-Decks. Zum anderen Aufeinanderprallende Seelen, diese Karte kann das Spiel in Alleingang entscheiden. Und Vermächtnis des Duellanten, die an sich eine sehr gute Antikarte ist und vielleicht eine zusätzliche Antwort gegen Paläozoik ist. Wird sich etwas im Meta verändern? Auf den Turnieren werden jetzt wahrscheinlich häufiger Heroes oder Dark Synchro zu sehen sein. Jedoch wird sich an sich nichts am Meta verändern.